Kali und Bärbel haben sich heute mit Besen bewaffnet, weil ja Gymnastikstäbe nicht in jedem Haushalt vorrätig sind und mit Besenstielen kann man das ganz genauso gut machen, was die beiden jetzt vorhaben. Und eins, hoch und ab. Und das soll ganz gelöst, ganz freudig sein. Dabei soll vor allen Dingen der Puls recht hoch gehen und die Übung ist gut ausgeführt, wenn Sie am Schluss der Übung ein paar Schweißtropfen auf der Stirn haben. Dankeschön, das wäre es für heute. Das wäre Ihr Programm für die nächsten 3 Wochen. Willkommen zu Wiedersehen macht Freude. Und wenn Sie zu Hause jetzt das vage Gefühl haben, warte mal, den Titel gab es doch schon mal im ZDF, herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie offiziell alt. Denn diese Sendung gab es tatsächlich hier schon mal in den 70ern, moderiert von Elmar Gunsch, sehr erfolgreich. Und da hat sich das ZDF von heute gesagt, warte mal, tierisch erfolgreich und tierisch preiswert, das machen wir doch noch mal. Und Pastewka und ich haben uns gesagt, komm, wenn wir helfen können, dann holen wir das Geld für der Schwarm jetzt eben wieder rein und präsentieren diese Sendung. Und zwar einfach so, wie es damals auch gemacht worden ist. Der Kollege Elmar Gunsch, den wir sehr verehren, der saß in einem ähnlichen Wohnzimmer wie wir jetzt gerade. Der hatte die Stimme ganz, ganz tief. Ja. Und er sagte immer sowas wie, tja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das muss aber auch sein, weil sonst hätten Sie die Kabinettstückchen verpasst. Was haben wir heute da, liebe Freunde? Das war der 70er-Jahre-Ausdruck für alten Archivkrempel, der eh schon bezahlt ist. So ist es. Zuerst bringen wir was vom großen Jerry Lewis. Ich habe lange gedacht, dass der wirklich so heißt. Und danach singen uns noch die Jacobs Sisters Driving Home for Christmas. All diese schönen Sachen sind da, glaube ich, gelaufen. Also es ist eine Ausschnittssendung. Hier machen wir es ein bisschen anders. Herr Welke und ich freuen uns, dass wir zusammen hier sind. Und da wir die ganze Zeit auch Privatfernsehen, wollen wir das heute Abend wieder tun. Aber wir wissen nicht, was wir gleich alles zu sehen bekommen. Welches Wiedersehen heute Freude machen wird. Welches Kabinettstückchen kommt als erstes? Ich weiß es nicht, Oliver. Wir müssen überlegen, was da kommt. Unsere Redaktion hat sich ein bisschen was ausgedacht. Aber jetzt kommt's auch. Herr Welke hat sich ein paar Ausschnitte ausgedacht, die ich nicht kenne. Ich wiederum durfte im Archiv stöbern, habe Ausschnitte dort zusammengeklaubt, die er nicht kennt. Und wir haben noch einen sensationellen Gast, meine Damen und Herren. Den Besten. Den Besten, den man haben kann. Der hat Ausschnitte mitgebracht, die überhaupt niemand kennt, außer er natürlich. Und das ist Thorsten Sträter. Der kommt gleich noch zu uns auf den Freund und Wahnsinn. Ja. Der beste Mann bei Interpol. Dann wollen wir doch mal schauen, ob es klappt, Oliver. Was haben wir denn? Ich bin sehr gespannt. Jetzt kommt direkt was, was wir nicht kennen, von der Redaktion vorbereitet. Wir wissen nur, es ist das Genre Show. Natürlich. What? Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Gäste hier in unserem Studio. Wir laden Sie ein zu einer Quizparty mit Bewohnern zweier Altenheime. Wir begrüßen hier aus Lahr am Schwarzwald 4 Bewohner und 4 Kandidaten des Altersheims Sankta Maria. Glaube ich nicht. Auch gleich die andere Mannschaft vorstellen. Diese Mannschaft kommt aus Bad Nauheim. Es sind 4 Kandidaten des Elisabethhauses. Hier sitzen Sie. Der Rauchende. Sie machen auch mit. Eine Minute. Ich gebe ein Kommando. Kommen Sie noch ein bisschen näher zu mir. Fertig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein. Und wieder hochziehen, ja? Richtig ziehen. Das will ich auch machen. Ja, sehr schön. Ja, Frau Steinert, schön ziehen. Sehr schön. Noch 3, 2, 1, aus.
Feuer. Wunderbar. Mit einer Drehung. Ich glaube, Sie sind alle meiner Meinung. Fantastisch. Beide Mannschaften haben durchweg Jojo gespielt. Einverstanden, jedes Team erhält 2 Punkte. Natürlich. Punkte für Lahr, ja, klar. 2 Punkte Bad Nauheim. Geht es? Sensationell, jetzt mal wirklich. Ja, aber ist das nicht toll? Das ist Wahnsinn. Hans Rosenthal, also erstmal hat ja alle Quiz-Sendungen der Welt erfunden. Hans Rosenthal, der Große. Also erstmal, wie genial simpel Fernsehen war. Da hat irgendein Redakteur gesagt, komm, wir lassen irgendwelche Leute, die noch den Kaiser persönlich gekannt haben, Jojo spielen. Und fertig ist die Sendung. Ja, bitteschön. Dazu ein bisschen lustige Musik. Und wir erfahren gerade, wir kriegen hier immer so kleine Informationen über Sendungen, die wir nicht kennen. Ich glaube, diese Sendung haben wir beide. Die kannten wir nicht, nein. Ja, aus wir waren aber auch nicht die Zielgruppe mit 4. Ja. Ein Quiz um Aktuelles von gestern und vorgestern. Und vorgestern, würde ich sagen, ja, genau. Jetzt spielen zwei Altenheimer 1970. Kurz bevor Rosenthal dann zum ZDF gegangen ist und Dalli Dalli 1971 bekommen. Ah, natürlich. Das wobei das nicht. Mit den beiden Altenheim wäre natürlich auch genial fürs ZDF gewesen, muss ja, ja, man natürlich. Sagen. Aber naja. Mit wem kannst du das heute noch spielen? Naja, richtig, ja. Richtig. Kriegen wir noch was aus der Show? Noch was, das noch was. Das ja toll. Noch was. Frau Schön, danke. Ilse, danke schön. Winfried, vielen Dank. Ilse. Wir haben trainiert, nicht? Ach, Ilse, bitte, Herr Trosche, beginnt. Bitte schön. Achtung, liebe Gäste, Sie passen jetzt genau auf. Nachher entscheidet ja der Beifall. Fertig. Los. Können Sie pfeifen, Herr Trosche? Gewiss kann ich das. Pfeifen Sie weiter, Herr Trosche, das Pfeifen macht Spaß. Ja, genügt, genügt. Dankeschön. Wunderbar. Sehr gut. So. Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Pfeife weiter, Johanna, das Pfeifen macht Spaß. Bravo. Sehr gut. Die da unten kommt es nicht so gut. Ist das geil. Das ist doch super. Das ist wirklich geil. Ilse Werner. Das war Ilse Werner. Ilse, die große Ilse Werner. Das war die Kunst, war die Kunstpfeiferin, die konnte alles pfeifen. Ja, die konnte richtig gut pfeifen. Der Mann wurde Herr Troschel genannt und die Frau Johanna. Wurde geduzt. Ne? Weil das von den Silben her besser ist. Ne? Ja, und es waren die 70er. Ja. Konnte man die Frau noch duzen. Komm, wir singen das mal nach, oder? Kannst du pfeifen, Olli? Ja! Ja, das ist doch schön. Warum gibt's sowas heute nicht mehr? Ja, wirklich. Eine schöne Pfeifsendung. Ich finde das... Weißt du, gibt's noch pfeifende Künstler? Wen gibt's noch? Es pfeift gar keiner mehr. Ich finde das aber wirklich so schade. Weißt du, heute hast du irgendwie so Ninja Warrior, die sich irgendwie von Decken stürzen müssen. Ja. Und da hast du gesagt, komm, wir lassen Herrn Troschel aus dem letzten Loch pfeifen. Fertig ist die Sendung. Ja, natürlich, vollkommen richtig. Ich will mehr. Ja, da kommt noch eine. Wenn genau gezählt wird, 30 Sekunden geben wir Zeit, wie viele Goldfische hier drin sind, dann gibt es 3 Punkte. Wenn man 1 bis 2 daneben liegt, 2 Punkte. 3 bis 4 daneben noch 1 Punkt. Und sonst gibt es gar keine Punkte. Also 30 Sekunden Zeit, Sie können zählen, Sie können rangehen, Sie können gucken, Sie können alles machen. Nur die Fische nicht selbst rausnehmen, das geht nicht. Achtung, 30 Sekunden Zeit, fertig, los. 12. Moment, Moment, Sie haben ja Zeit, 30 Sekunden. Haben Sie schon gezählt? 12. So schön, leicht zu zählen. Dankeschön, Heinrich. Das war Heinrich Riedmüller. Ja, wenn Sie jetzt aufstehen würden, dann können wir Sie genau zählen. Sehen auch. Was sagen Sie, Frau? Sie sagen 13, Herr Hartmann sagt, 12. Sie bleiben bei 12 und Sie haben das so schnell gesagt. Haben Sie schon, während ich vorher erzählt habe, geguckt wahrscheinlich, nicht? Und allerdings, ja. Allerdings, na, Sie sind ein Mörder. Und wollen wir sagen, er hat beschissen. Es ist richtig, es sind hier 12 Goldfische drin. 3 Punkte also hier für Hochheim. Natürlich. Ja. Aber... Ich muss das anfügen, auch Frau Weißkopf hat sehr gut gezählt. Ist ja nur ein Fisch daneben. Immerhin noch 2 Punkte für Oberhausen. Damit 8 Punkte. Sie dürfen jetzt wieder Platz nehmen. Das will ich auch spielen. Bisschen gönnerhaft. Das will ich auch spielen. Ja, das ist fantastisch. Zähle den Fisch. Ja. Ja. In der nächsten Folge haben Sie wahrscheinlich Farbe beim Trocknen zugeguckt oder so. Das ist wirklich... Ist ja großartig. Warum kennen wir das nicht? Warum kennen wir das nicht? Aber wir hatten doch so ein ähnliches Erlebnis. Wir waren doch mal zusammen in der Guinness Show der Rekorde. Weißt du noch? Ich habe sie sogar moderiert übrigens. Ja, ja. Deswegen stimmt, weiß ich das noch. Stimmt, ja. Das hat man gar nicht mehr gewusst. Ja, hat man gar nicht gemerkt, während ich es gemacht habe. Und da war doch, war da nicht Henry Maske, der irgendwie auch
zählen musste, ja, wie oft ein Motorrad im Kreis fährt? Henry Maske war sozusagen mein Schiedsrichter. Und der Rekordversuch war, dass ein Motorradfahrer auf dem hinteren Rad so Kreise um sich selbst, das heißt, glaube ich, Wheelie-Kreise oder so. Und das ging wirklich so bam, bam, bam. Ach so, dass er auf einem Bein steht, das ist eine Art Achse. Ja, Fahrräder haben keine Beine, die haben Räder. Aber der Mann. Nein, der musste mit Tempo auf dem Motorrad, was den Motor anhatte, einfach immer wieder auf dem, weißt du, also... Im Kreis fahren. Gucken Sie sich's an, ist irgendwo bei YouTube. Auf der Stelle im Kreis. Es ging sehr schnell und ein Zählwerk lief durch und Henry Maske sollte eigentlich laut mitzählen. Ja. Und es ging wirklich so. Eingeblendet war schon 27 und Henry Maske sagte 2. 3. Da waren wir beide. Ja, da waren wir beide. Ja. Aber ich meine, was für eine Niederlage, weil die ganze Legende für diese Sendung ist ja, Pastewka und Welke kennen sämtliche Sendungen, die je liefen und gleich die erste haben wir nie gesehen. Also ich möchte diese Folgen bitte komplett sehen. Ich möchte alle Folgen sehen. Wir können es leider nicht weitermachen. Ich will die Blu-ray. Herrlich. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, wenn wir schon in Schwarz-Weiß sind, ja, dann können wir einen kleinen Sprung machen zu Krimis im ZDF, die am Freitagabend um 20.15 Uhr gelaufen sind, ja, vor denen wir als Kinder meistens ein bisschen Angst hatten, große Sorgen hatten. Ja. Und in dieser Zeit, das war Usus, das Fernsehen ähnlich langsam war wie eben bei der Rosenthal-Show, aber auch die Dialoge in Krimis aus dem, nicht nur ZDF, aber vorwiegend aus den Freitagsnimmeln des ZDF. Beginnt jetzt dein Referat, das, was ich nicht weiß, sozusagen? Richtig. Ah, okay. Ich wollte es nur wissen. Dann passiert Folgendes, meine Damen und Herren. In den Krimis von damals sind die Dialoge so wahnsinnig langsam. In den Krimis von damals ist auch immer eine ganz spannende Atmosphäre, sehr viel Drama. Und meistens ist es so, du kennst das zum Beispiel aus alten Krimis, wo dann gesagt wurde, meine Frau, wo ist sie? Sie ist tot. Tot? Ja, ja. Sie wurde erschossen. Mit so einem Echo. Erschossen? Ja, es musste immer wiederholt werden mit dem Kommissar. Ja. Erschossen? Ja. Wie? Mit einer Pistole. Eine Pistole? Ja. Und zwar im Park. Im Park? Wieso denn im Park? Mit einer Pistole? Und ist sie immer noch tot? Sie ist immer noch tot. Ja. Genau, das ging über Stunden so. Und darüber machen wir Spaßvögel natürlich meistens Witze. Wir wollen aber mal gucken, ob es nicht vielleicht doch stimmt. Schauen Sie mal, hier. Es war alles in ziemlicher Unordnung. Wie viel Zimmer die Wohnung? 2. Keine Küche? Doch, eine kleine Küche. Kann man dort frühstücken? Nein, aber im Wohnzimmer ist ein kleiner Tisch. Haben Sie dort Frühstücksgeschirr gesehen? Ich meine, war gedeckt? Ja. Für wie viele Personen? Für 2 Personen. Was soll denn das? Warum fragst du denn das? Hast du heute Morgen hier gefrühstückt? Was willst du denn damit sagen? Hast du hier gefrühstückt? Nein. Jeden Morgen, Herr Kommissar, lasse ich meinem Mann das Frühstück richten. Kaffee, Toast, 2 Eier im Glas. Was haben Sie in der Mordwohnung vorgefunden? Kaffee, ein Toaster und Gläser, wie man sie für weichgekochte Eier benutzt. Glaubst du denn, ich habe sie umgebracht? Herr Bergmann! Frau unterstellt mir Mord. Ich habe nur gesagt, dass du heute Morgen hier nicht gefrühstückt hast. Und warum haben Sie hier nicht gefrühstückt? Aus Zeitgründen. Ich keinen Hunger hatte. Ich frühstücke tatsächlich manchmal im Büro. Manchmal auch bei Inge Sobach. Jawohl, manchmal auch bei Inge Sobach. Erklär es nicht mir. Die Polizei muss dir glauben. Ja, das ist natürlich fantastisch, oder? Ja. Also das stimmt. Ja. Hast du gefrühstückt? Nein, ich habe nicht gefrühstückt. Wie viele Eier im Glas? Und so. Das hört man nicht auf. Der große deutsche Meme, unser Hollywood-Star Kurt Jürgens, wie er da auch guckt, ne? Dieses sensationell. Das wäre wirklich das Allerschlimmste. Das ist das Wichtigste beim Kommissar gewesen oder bei allen Freitagskrimis. Es muss immer dramatisch sein. Es muss immer, obwohl es nur um Eier im Glas geht. Ja. Es muss eine Bedeutung alles kriegen. Sein. Ja, genau. Genau. Können wir das mal zusammen nachspielen? Kannst du dich mal kurz hinstellen? Ja, ja. Und zwar, das Wichtigste ist immer, wenn man. Du musst jetzt mal ganz dramatisch gucken, bitte. Ja. Nee, guck mal bitte ganz dramatisch. Ich dachte, ich gucke dramatisch, aber gut. Ja. Guckst du mal ganz dramatisch, bitte. Ja, das ist besser. Genau. Jetzt guck mal wie der Kommissar, nämlich einfach nur so von oben herab. Ja, das ist super. Und jetzt mache ich das mal so, wie das eigentlich alle immer spielen müssen, beim Kommissar oder bei anderen Freitagskrimis. Kommst du ja nachher. Das ist der Absicht. Pass auf. Ja. Aber du musst die Spannung halten, weil okay. Das ist total spannend. Ja, okay. Du bist der Kommissar. Ich bleibe das ist total spannend. Ich habe meinen Vater gehasst. Und ich habe nicht gefrühstückt. Genau so. Ja. So gehen wir privat noch mal nach.
Hast du auch die Folge 1, Kommissar, die berühmte Szene? Was ist nochmal die berühmte Szene aus Folge 1? Meine Lieblingsszene aus der ersten Kommissar-Folge, wo die Figur des Kommissar etabliert wird, da erleben wir ihn in einer privaten Situation mit seiner Frau. Ja. Der Kommissar wird nachts angerufen, weil wahrscheinlich ein Mord passiert ist. Toter Herr im Regen. Toter Herr im Regen ist die Folge. Und der Kommissar muss dahin und seine Frau, was ich eigentlich ganz lieb fand, bietet ihm an, ihm noch einen Kaffee zu machen, wenn er jetzt los muss. Und dann sagt der Kommissar Erik Ode den geilen Satz: Du bist dumm, aber lieb. In der ersten Folge. Wirklich, sie will ihm Kaffee machen und kriegt direkt so einen Satz um die Ohren. Ich wäre ausgezogen, ehrlich. Also wirklich. Na, egal. Der Kommissar Erik Ode kann man sich heute tatsächlich noch anschauen. 97 Folgen hat es gegeben. Dann ging die ganze Geschichte weiter. Kurt Jürgens, du hast es gesagt, wurde später James Bond-Gegenspieler. Nämlich bei einem Film mit Roger Moore als James Bond von 1977, Der Spion, der mich liebte. Wie hieß die Rolle von Kurt Jürgens in diesem Film? Oh, er hatte wieder so einen geilen Schurkennamen. Zwei Silben. Richtig? Gorko, Morko, Schmorko, ich weiß es nicht mehr. Stromberg, vollkommen richtig. Richtig. Tatsächlich. Sind auch genau zwei Silben. Ja, genau, sind zwei Silben. Aber sämtliche Bond-Schurken haben in den großen Freitagskrimis des ZDF aus den 70er und 80er Jahren gelernt. Wir sehen jetzt einen fantastischen Ausschnitt aus der letzten Folge von Der Alte, wohlgemerkt der alte Alte, der erste Alte, Siegfried Lowitz in seiner 100. Folge. Der Schauspieler Siegfried Lowitz, der den ersten Alten gespielt hat, wollte aus der Serie aussteigen und hat entschieden, es soll ein spannendes Ende werden. Achtung, wer kommt hier und schießt auf den alten Alten? Geh weg! Wenn du diese Tür nicht aufmachst, dann breche ich sie ein, verdammt nochmal! So, er schmeißt Sven-Erik Bechtolf noch ins Wasser. Kann man machen, aber dann fällt ein Schuss. Der Alte sackt zusammen. Kommissar Köster liegt am Boden. Was ist nur geschehen? Gerd Heimann, rechts Michael Ande. Der erste Polizist läuft weg, weil der hat Angst. Ja, ja. Ist klar. Und jetzt bewegt er sich so schnell wie nie. Er rennt ganz schnell zu einer Tür. Mach sofort die Tür auf. Warum bleibt er im Wasser? Und Achtung, es öffnet Blofeld aus dem Bond-Film mit Craig. Oh. Und Achtung, er sagt: Es tut mir leid. Es tut ihm leid. Tut es ihm auch wirklich leid? Es tut mir leid. Es tut ihm leid. Das Geschoss hat den Spiegel und die Bretter waren glatt durchschlagen. Ja, ich hab Glück gehabt. Natürlich. Aber jetzt kommt der beste Fernseharzt, den es im ZDF je gegeben hat. Achtung, beste auf Achtung. Wir wollten uns nach Ihrem Befinden erkundigen. Ich möchte den Fall Hellberg noch zu Ende führen. Ja. Ich glaube, ich bin dazu in der Lage. Aber bitte nicht mehr lange. Ja. Ja. Christoph Walz. Blofeld hat den Alten angeschossen. Wir haben alle mal klein angefangen. Ja, ja. Aber das war tatsächlich die letzte Folge mit Siegfried Lowitz. Er überlebt die Nacht im Krankenhaus nicht. Was einerseits an Christoph Walz, also Blofeld, gelegen hat. Möglicherweise aber auch an dem lustigen Komparsenarzt, der zugleich der Regisseur der Folge gewesen ist. Aber tatsächlich haben wir geheimes Material. Der Tod von Siegfried Lowitz sollte ganz anders aussehen, viel spektakulärer. Also so, dass man kaum glauben kann, wie spannend und zugleich auch wie glaubwürdig es ist. Und zwar sollte das Ende dieser Folge eigentlich so aussehen. Dieser Mann hat das Blut schon dabei. Und jetzt geht's um die Möbel. Zuerst, nee, ich nehme doch den Spiegel. Jetzt ist ihm gesagt worden, wenn du fliegst, dann verletze nicht den Kalender. Nicht den Kalender. Gut. Und jetzt das Wunder überhaupt. Ein Schuss, aber zwei Einschusslöcher. Oh, ja. Das geht nicht besser. Er spielt die Zeitlupe. Ja, er spielt die Zeitlupe mit. Und jetzt, ich flieg auf die neue Cosmopolitan. So. Und jetzt, ich bin noch gar nicht tot. Lalala, gar nicht tot. Ich kann noch, ich kann noch, ich kann noch. Dann kommt Tante Gisela. Jetzt ist er tot. Nein. Achtung! Böser Blick und dann wird er ausgestrichen. Ja. Alles Schnurrbart. So ist er. Ja. Aus einem türkischen Kultfilm, Karate Girl. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind heute Stars in der Türkei. Wahnsinn. Ja. Was nicht.
Also erstens, warum bringt sie alle mit Schnurrbart um? Und zweitens, warum ist er als Einziger in Zeitlupe und sie bewegt sich ganz normal? Und warum ist die Karate-Girl, hat aber eine Waffe? Gut, dann kann ich sagen, ich habe auch etwas mitgebracht. Natürlich aus dem ZDF, das bin ich ja dem Arbeitgeber schuldig. Und ich habe mal was gefunden, für das man das ZDF loben kann. Weil wir gehen jetzt mal in der Zeit zurück in den Kalten Krieg. Als es die BRD und die DDR nebeneinander gab und wir wahnsinnig wenig voneinander wussten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Mauerfall wusste ich, glaube ich, mehr über Portugal als über die DDR. Das ist wirklich so. Das stimmt. Und da gab es aber ein fantastisches Magazin im ZDF und zwar ab 1966, zufällig auch mein Geburtsjahr. Ich weiß, Sie denken jetzt, das ist doch unmöglich, da kann er doch nicht schon geboren sein, aber es ist wirklich so. 1966, ein 14-tägiges Magazin, das uns Westdeutsche über den Alltag in der DDR informieren wollte, und zwar wirklich überraschend objektiv, muss man sagen. Dazu muss man wissen, 1966 gab es ja immer noch diesen Eiertanz. Viele deutsche Medien haben nicht DDR gesagt. Die Buchstaben, wissen ja einige im Saal, waren irgendwie pfui. Also hat man sich beholfen und von der Zone gesprochen oder der Zone, der Ostzone, SBZ. Und da finde ich, hat dieses ZDF-Magazin schon mit seinem Sendungstitel einen sehr schönen, pfiffigen Kompromiss gefunden und hat daraus auch noch einen wirklich lebensfrohen Vorspann gemacht, der richtig Bock gemacht hat, mal die DDR zu besuchen. Geil, oder? Drüben. Ja. Drüben im Sinne von, geh doch nach. Ja. So, und die Idee war wirklich, dass man, weil ja viele Leute Verwandte drüben hatten, dass man zum Beispiel, es gab Beiträge, die waren, ich habe selber gesehen, 8 Minuten lang. Da wurden einfach nur Auslagen von DDR-Geschäften gezeigt. Und jemand hat vorgelesen, was gerade in der DDR die Zigaretten, der Kaffee, der Schnaps kosten. Dann gab es aber auch Beiträge mit Bewegtbild. Und da wurde zum Teil auch gewürdigt, was die DDR vielleicht sogar besser macht. Hier kommt jetzt zum Beispiel ein Beitrag. Da gibt man eigentlich zu, dass die Situation für Frauen in der DDR besser war. Also genauer gesagt, die Vereinbarkeit von Familie und Arbeiten war besser, weil es sehr viel Kita-Möglichkeiten und Krippenplätze gab. Ja. Aber wenn du genau mal guckst, wie das ZDF das damals verkauft hat, so richtig gut fanden sie es auch nicht, dass die Frauen da arbeiten. Wir gucken mal rein. Auch hier, wie oft im Ostfernsehen, wieder sozialistische Mustermenschen, ein Ehepaar, das sich angeblich gut daran gewöhnt hat, dass beide in verschiedenen Schichten tätig sind. Greifen wir uns einen Ausschnitt heraus. Frau Wiedemann, Mutter von 2 Kindern. Es ist nicht leicht für Sie, Haushalt, Mutterpflichten und Schichtarbeit unter einen Hut zu bekommen. Manchmal hilft ihr dabei nur das Telefon, um das Wichtigste mit ihrem Mann abzustimmen. Ja, oben musst du warten. Ist gut. Ja. Sonst wartest du da unten, ja. Und musst du heute Abend fahren? Wie bitte? Musst du heute Abend fahren? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ist gut, dann kannst du mit der Kleinen spielen, gell? Ist gut. So, gut. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss, gell? Bis dann. Dass ich heute wirklich zufrieden bin, das spürt ja nun auch mein Mann. Und es fällt ihm nun nicht mehr so schwer, wenn ich Spielschicht habe, daheim mal die Hausfrau zu spielen. Ein Mustergatte. Vorbildlich. Die Verachtung, oder? Was ist das denn? Ja, geil. Geil. Ja. Wirklich. Man merkt, er nimmt es ihnen keine Sekunde ab. Nee. Aber ich mochte sehr dieses natürliche Gespräch. Ne? Ja, gut. Ja, gut. Alles mach ich. Klar. Gut. Kann ich ja machen. Ja, dann spiel ich mit dem Mädchen, natürlich. Auf Wiedersehen. Ja, wunderbar. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, und ich meine, tatsächlich ist es ja so gekommen, dass inzwischen die Kita-Situation auch in den neuen Ländern so schlecht ist wie im Westen. Also es ist wirklich zusammengewachsen, was zusammengehört. Damals hat man sich aber wirklich noch bemüht, dass wir ignoranten Wessis ein bisschen mehr erfahren über die DDR. Zum Beispiel gab es regelmäßig Allensbach-Umfragen, wo Bürger der Bundesrepublik gefragt wurden, was sie über die DDR wissen. Und das war meist kein Ruhmesblatt, muss man sagen. Zu Beginn heute wieder eine Meinungsumfrage in der Bundesrepublik. Was meinen Sie wohl, so wurde ein repräsentativer Querschnitt der Bundesbürger gefragt, wo die Insel Rügen liegt.
Heraus kam ein Ergebnis, das nicht gerade fröhlich stimmt. Ich meine, dass sie nach Deutschland gehört, also Westdeutschland. Ich glaube, sie gehört zu Mitteldeutschland. Das weiß ich nicht. Zur Blauen Bundesrepublik. Zur DDR. So viel ich weiß, steht sie augenblicklich unter polnischer Verwaltung. Sie gehört selbstverständlich ins Reich. Ja, woher soll die alte Dame das besser wissen, wenn man ihr es nicht ausreichend sagt? Verständnisvoll reagiert. Sie weiß es nicht besser. Ja, wie soll sie es wissen? Aber sie hat das mit einer gewissen Vehemenz gesagt. Ins Reich, auf Wiedersehen. Ja, war schon? Ja, war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit. Genau, also das war drüben, das war wirklich eigentlich eine Sendung, die sich um Objektivität bemüht hat. Moderator steht da auch nochmal Hans-Werner Schwarze. Es liefen insgesamt 180 Folgen. Dann gab es nur noch Kennzeichen D. Ja. Das kennst du wahrscheinlich noch. Ich? Und dieses Kennzeichen D war sozusagen das liberalere Gegenstück zu dem legendären ZDF-Magazin. Damals noch ohne Royal, das war ein Politmagazin, mit Gerhard Löwenthal. Und der war, muss man heute wissen, jemand, der super gerne über Linksradikale in der BRD geredet hat. Und er war ein legendärer Kommunistenfresser. Und was viele aber nicht wissen, er war auch ein legendärer Kettenraucher, der das aber in allen Situationen geschickt zu verbergen wusste. Rechnet man öffentliche und nicht öffentliche Schutzräume zusammen, dann gibt es in der Bundesrepublik Deutschland für höchstens 3% der Bevölkerung wirksamen Schutz. In Norwegen gibt es für 40%, in Schweden für 65% und in der Schweiz für 80% der Einwohner Schutzräume. Die 95% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland werden also im Verteidigungsprogramm. Ja, legendärer. Man hat als Zuschauer den Eindruck, das komplette Studio brennt und er spielt das so weg. Ne? Absolut. Einfach weiter im Text. Beim Rauchen erwischt worden. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen erwischt, denn tatsächlich wird uns gerade angezeigt, dass wir uns jetzt freuen können auf einen Gast, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Und der kommt jetzt in dieses Studio. Und deshalb kommt jetzt offenbar ein Hinweis, den wir nicht kennen und den unser Überraschungsgast, von dem wir nicht wissen, wer es ist, sich gewünscht hat. Und hier kommt er auch schon. Dalli, Dalli. Oskar, der Zeichner. Jetzt kommt Oskar, der Zeichner. Wir sind in der klassischen Dalli-Dalli-Sendung. Eine Frau. Im Fernsehen. Wusste, im Fernsehen. Tutti Frutti. So, das ist Oskar, der Schnellzeichner. Ich glaube, ich weiß, wer kommt. Wer kommt? So. Oskar, der Schnellzeichner aus Dalli Dalli. Nein! Mein Bester, wie schön! Ja, wie schön! Max Biermann! Max Biermann! Hallo zusammen! Ja! Ich hab schon überlegt, weißt du, ich dachte erst, Oskar, der Schnellzeichner ist, glaube ich, nicht mehr da. Nein, vollkommen richtig. Dann hätte ich gedacht, vielleicht Kerner, weil der doch das neue Dalli Dalli macht. Weißt du, was ich gedacht habe, als das gemalt wurde? Ja. Dagmar Berghoff. Ach so. Hätte auch sein können. Wenn Brüste gezeichnet werden sollen, bin ich immer zur Stelle. Natürlich, ich gedacht, natürlich. Ich bring euch allen ein kleines Spielchen mit. Ich mache das wie Oskar, der Schnellzeichner, der ist noch ein Begriff, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Und so mache ich das auch. Ich zeichne was. Ja. Und ihr solltet raten, was es ist. Was, ja? Und es sind immer Sendungstitel oder Prominente aus 60 Jahren ZDF. Yeah. Also deswegen, alles ZDF, ZDF, nur genau. ZDF. Ja. Immer ZDF und deswegen fängt auch jede Zeichnung gilt auch 60 an. Ja? Gilt auch ZDF Info? So. Alles anders. Water Race. So, das ist eine Sendung, die lief, glaube ich, 79 das erste Mal. Ah. Wie so ein Typ im Mittelalter, wie heißt es noch, der so verlautbar war? Genau, ja, genau. Telegrammboote. Ein Ausrufer, aber es ist ein Ägypter. Ja, sehr gut. Ist ein Ägypter. Welche Sendung passt dazu? Die Pyramide! Die Pyramide! Wenn ich euch nicht hätte. Alles, was man essen kann, alles, was man trinken kann, der Beste. Ja. So, okay, natürlich. Jetzt kommt die nächste. Die wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also für mich zumindest. Das ist so eine Art. Das ist auch eine Serie, ich habe euch mal eine amerikanische Serie aus den 60er Jahren. Oh.
Kann man nicht erkennen, was es ist? Ein Herd. Ein Flipperautomat. Ja, Flipper! 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 Ja! Natürlich! Mann! Ich glaube, ich brauche hinten Hilfe. Ja, genau. Ja. Ach, weil ich da die beiden brauchen. Das sind so Fühler oder sowas. Das sind Fühler. Nee, doch nicht. Ein wütender Mensch. Ein Boxer. Lars, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das aktuelle Sportstudio. Boxer Nein. ist schon super, ja? Boxer ist schon super. Ich suche eher so ein. Ich hau dir in die Fresse, Kleines. Das ist. gab's gar nicht, dieser. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Da liegt einer K.O. Jetzt kommt der erste Teil. Ja. Eine Karotte. Ein Pokal. Eine Ampore. Entschuldige mal, das ist ein Riesenkugelschreiber. Ja. Montagsmal ist aber ARD. Was du gesagt hast, war richtig. Kugelschreiber. Ja, und jetzt hier? Was? I gleich EN. I gleich EN. Lach's auf! Kuhlenkampf, vielen Dank. Was? Komm, jetzt wird's ein Kuhlenkampf. Kampf! Kuhli, Kuhlen. Mein Kampf. Gott. Der war nie im ZDF. Doch. Doch. Doch, und ich. Als Captain Senksteak. Moment, der war im ZDF und ich kann dir jetzt sogar sagen, bei welcher Sendung er da war. Ja. Im ZDF? Da hat er für 6 Euro gearbeitet. Das ist der kleine Preis, er war beim großen Preis. So, weiter geht's. Ja, natürlich, du hast recht. Natürlich, du hast den großen Preis übernommen. Ja, du hast recht. Von dem Tölkel. Ja. Mann, ich verstehe gar nichts, was peinlich, ist los. Peinlich. Ich verstehe gar nichts, weil ich 60, so 60. Bin so fasziniert von Max. So, also diese Sendung kennt ihr auf jeden Fall alle. Die gibt's nämlich schon, ich glaube, seit 63. Volle Kanne. Was lacht ihr denn? Ich fand's super. Löwenzahn. Was ist das? Ein Kalender. Kaffee. Kaffee oder Tee? Was ist das hier? Ein Teebeutel. Tee. So, Tee. MoMA. Die MoMA-Tasse. Da steckt eine Gabel in der Tasse. Nee. Was ist das hier? Teewurst. Telekolleg. Das ist ein sehr behaartes Bein, was ein Kannibale abgeschnitten hat. Richtig. Falsch. Nein. Teleillustrierte. Ich glaube, ich drauf, was das ist. Ich mach's anders. Das könnte auch so aussehen. Kannst du überhaupt malen, Max? Also dann stelle ich mir Fragen. Ein Haufen Schamhaare mit einer Was ist das hier? Drin. Heu. Ja, also. Heu. Heute. Dankeschön. Oh. Heute. Die Sendung heute? Oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Mann! Wirklich. Was ist denn los heute? Mit uns? Ja. Heute. Bitte Ahnung. Komm, einer kommt noch. Ja. Also jetzt zähle ich wirklich auf euch, dass ihr das hinbekommt. Ja. Hm? Das ist gut. Cola-Dose. Cola-Dose ist eine Dose. Dose? Genau. Dose. Das ist ein bisschen ein Insider. Vase? Insider? Das können wir nicht lesen. Kannst du lesen? Duff. Simpsons, die Simpsons. Ja, Duff-Bier. Ja, Duff-Bier. Richtig. Natürlich. Ja. Das ist das Lieblingsbier von Homer Simpson. So. Das war lief mal im ZDF. Lief im ZDF. Ja, Duff-Bier, mein Gott. Natürlich. Einen habe ich noch. Komm, einen noch, einen noch. Einen Zucker war da noch. Noch einen rausschmeißen, aber ihr ratet bitte alle mit, ja? Wer es als erst weiß, einfach reinrufen. Alf, danke schön. Wow, boah. Nicht schlecht, also, nicht schlecht. Sehr gut. Max Giermann, Mann und Herr. Max Giermann! Mann, ich gar nichts verraten. Ja. Fantastisch. Wow. Wie bereits angekündigt, haben wir jetzt noch jemanden, der uns mit einem Archiv-Kleinod seiner Wahl überrascht. Und ich würde es mal so sagen, der Tisch steht hier nämlich noch drin. Warte, das können wir schnell rausnehmen. Nein, das musst du nicht. Hör mal, wenn du jetzt anfängst, körperlich zu arbeiten, machst du den Akkord kaputt, Pastewka. Könnt ihr mal den Tisch rausbringen? So, das war das Sofa. Das war das Sofa. Nein. Lassen Sie es uns so sagen, wir hoffen, das war das Sofa. Das macht das Sofa immer, wenn man sich zu schnell hinsetzt. Ja, ja, natürlich. Ja. Mach noch mal. Hm? Mach noch mal. Ja, klar. Scheiße. So. Aber. Aber.
Sie werden es nicht glauben. Ja. Denn hier geben sich jetzt die Knallergäste die Klinke in die Hand. Der jetzt kommt, den haben wir schon angekündigt. Er bringt was mit aus den Archiven, was wir nicht kennen. Und lassen Sie es mich so kurz zusammenfassen. Wenn man sich für so eine nerdige Sendung wie diese hier einen Gast malen dürfte, hätte er in jedem Fall eine Mütze auf. Hier ist Thorsten Sträter. Ja! So. Wunderbar. War hier nicht gerade noch ein Tisch? Ja. Lasst uns. Die Magie des Fernsehens. So, wollen wir den Anfang nochmal machen? Oder? Nee, war gut. Okay. Sag mal. Ja. Eigentlich müssten wir ihn doch jetzt begrüßen mit: Thorsten, kannst du eigentlich pfeifen? Zumindest kenne ich welche, das hilft ja auch schon. Das stimmt. Ja. Nun, lieber Thorsten, du bist ein Freund von lustigen Kabinettstückchen, die wir alle dabei haben. Ich muss eines wissen, das hat mir hier der Frank gesagt. Zum einen bist du ja ein Fan von... Mach noch mal den Ottmar Zittlau, bitte, für mich. Thorsten. Das wird ganz schön. Ja. Das ist so. Und Abspann. Du bist ein Freund von schwarzen Mützen. Aber. Okay, gut, ist ja klar. Und trotzdem bist du heute hier. Ja. Thorsten, wann hast du vom Hochleistungssport abgelassen? Was vom Hochleistungssport abgelassen? Zwar direkt nach meiner Geburt habe ich mir gedacht, lass die Finger weg davon. Ja. Ist ja auch oft anstrengend. Dann bist du sofort zum Fernsehen gegangen. Ich bin, seit ich 2 bin, in der Massephase und bin zufrieden damit. Und dann bin ich zum Fernsehen. Ich habe vorher viel Fernsehen geguckt, natürlich. Ja. Und habe auch viel wiedererkannt hinter den Kulissen. Also kanntest du irgendwas von dem, was wir da gesehen haben? Ich kannte nicht die Sendung mit Rosenthal. Mit Rosenthal? Hammer. Wo die Senioren. Wie formuliere ich das jetzt? Fische zählen. Warum denn? Weiß ich nicht. Weil sie es konnten. Weil sie es, ja. Ja. Das sah aus wie durchgepaust, die ganze Sendung. Genau. Ja. Und das habe ich mit Faszination, war das Wort, das ich suchte, gesehen. Und das fand ich ganz toll. Und du hast uns etwas mitgebracht, wurde uns erzählt zumindest. Ja, das ist nicht wahr. Ich freue mich, dass hier. Doch, es ist wahr. Ich selber bin ja. Ich habe ja angefangen als Kind, so, ich bin ja 66er Baujahr. So, du bist relevant jünger. Ja. Und ich habe angefangen erst mit der Sesamstraße, das war mir intellektuell aber zu aufgeräumt. Das ist nah, das ist fern. Ja. Sehe ich, check ich. Später auch die ganze Supergrobi-Sache, die habe ich zu 100% adaptiert, das verstehe ich alles. Ja. Zwischendurch gab es eine Sendung. Das war so ein bisschen, das war Sesamstraße, aber für Hausbesetzer. Ich ahne. Das hieß Zeich. Rappelkiste. Rappelkiste. Das war's. Ja, noch nie gewonnen. Grimme-Preis? Also die haben einen Grimme-Preis gewonnen. Aber ich weiß nicht, wer von denen, ob der Regisseur oder ein Autor. Der Vorspann ist zumindest keine Werbung für die Optiker-Innung. Aber ich persönlich hatte als Kind schon Angst vor den Kindern, muss ich sagen. Ja. Weil du siehst das ja. Einer wird eingekreist, dann wird abgezählt. Das haben wir damals nie gemacht in Hogwarts. Da waren so Alltagsgeschichten drin. Mutti geht arbeiten, ne? Macht dir eine Wurst warm. Und dann waren diese Prekariats Ernie und Bert. Ratz und Rübe. Nee, Prekariat kannst du nicht sagen. Aber das war schon, wo man gemerkt hat, der Typ, der die Puppen gebaut hat, da
hat sich wohl recht früh selbst aufgegeben, weil das ja alles, man klatscht das nicht noch an. Ja. Die sind ja anders. Nee, anders. Pass auf. Ich habe mir dabei damals nichts gedacht und mittlerweile, ich habe Fragen. Zeig mal den, den ich mitgebracht habe. Ja, Otilein. So ist es schön. Mama. Ja, was hast du denn? Ach so, du hast Hunger. Hier, schau, hier kannst du trinken. Das schmeckt nicht. Halt, hier ist doch noch eine. Schokoladenmilch drin. Jetzt machen wir ein Bäuerchen. Na, kannst du nicht? So ist brav. Ja, schlaf gut. Ich habe einfach Fragen. Lass uns. Warum leben die in Pappkartons? Das ist die erste Frage. Generell. Wie alt? Wie alt? Das wird man. Wie alt war die liegende Figur? Wie alt war die liegende Figur etwa? War das Linke überhaupt ein Mensch? Ist meine Frage. Also sollte. Das wollen wir? Ich fürchte ja. Annehmen. Also. Ich dachte, das wäre ein Hund. Bitte, das ist was? Ja noch ekelhafter. Ach Gott sei Dank. Das ist ja noch ekelhafter. Das ja, warte auf. Genau. Was ist das? Jetzt, wo du mir das erklärst, dass diese Frau in Pappkartons lebt und ja, sie stillt ihren Rottweiler. Jetzt macht das total jetzt bin Sinn. Ich geheilt. Ja. Das Trauma ist wie verflogen. Ich persönlich. Aber das war doch immer das Prinzip Rappelkiste. Zu viel Realität. Es gibt ja, kann man bei YouTube gucken, ja, die legendäre Folge, wo sie ihre Geschlechtsteile aufzählen. Ratz und Rüge. Minutenlang, ich schwöre, du hast ja keinen Pimmel. Und du denkst, du sitzt da mit acht und denkst, was hat er gerade gesagt? Ja, das ist wirklich. Und du hast eine Spalte. Das gab's? Ja, kannst du bei YouTube gucken. Ja, das war der Bildungsauftrag. Es gab eine Pimmelfolge von Ratz und Rüge? Ja, ja, es gibt eine Folge, wo sie ihre Geschlechtsteile erklärt. Das ist eine Doppelfolge. Ja. Die zweite ist Return of the Pimmel. Also ich habe das wirklich, mir mal komplett. Ich kann das nur empfehlen. Ratz, wer ist der Mann? Rübe oder Ratz? Ist egal. Der Junge sagt, man nennt es Gartenschlauch, Gurke. Und es hört nicht auf. Ja. Es hört nicht auf. Wirklich. Ich habe das nicht halluziniert. Das gab es. Das, im Rahmen der Wortschatzbestückung war das ja auch eine Fundgrube, Ratz absolut und Rübe. Gerade Ratz und Rübe. Das war ja so ein bisschen, das ist ja wie Hallo Spencer auf Crack. Ja, ja. So. Und trotzdem lässt mich das ratlos, ist nicht das richtige Wort. Nein, verstört. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwann, weil wir schwimmen waren, sonntags die Handentspannungsfolge verpasst habe, aber. Du wirst es nicht mehr raus. Ich versuche das einfach mit Erwachsenen zu besprechen. Was? Vielleicht sind wir unreife alte Knacker. Aber ich bin genauso traumatisiert wie damals, wenn ich ehrlich bin. Na klar. Und warum die Pappkartons? Warum ja, konkret? Ich habe noch einen. Ja, zeige ich den anderen. Da geht es ein bisschen um Wortschatzbildung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein Goldzahn blinkt, ein Mädchen ist putzig. Ein Misthaufen stinkt, ein Junge ist schmutzig. Eine Puppe fliegt, ein Mädchen humpelt. Ein Flugzeug kriecht, ein Junge schrumpelt. Ein Mädchen blinkt, ein Junge. Ein Mädchen ist schmutzig.
Ich bin jetzt offen für Fragen. Ja. Bitte. Warum zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Dieser Scherenschnitt. Ja. Von der schwangeren Figur links. Von dem schwangeren Mann. Das war nämlich ein Mann in der Fliege. Ja. Ja. Das Flugzeug humpelt. War das Einzige, was ich kapiert habe. Was? Wirklich? Ja, der Rest ist ja leicht. Ja, ja, der Rest könnte ich. Ich check das einfach immer noch nicht. Ich habe 50 Jahre zurückgelegt. Wofür genau gab es den Grimme-Preis fürs Absetzen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es gab wirklich einen quasi öffentlich ausgetragenen Streit, wie viel Realität Kinder vertragen am Sonntagvormittag. Und ich glaube, die haben den Preis bekommen, weil sie ein bisschen realistischer sein wollten. Aber das hat einen Preis, wie wir gerade gesehen haben. Sie waren auch immer sehr so sozialkritisch. Es gibt die berühmte Folge, das war dann nicht Ratz und Rübe, sondern eine Spielszene mit Menschen, wo ein, glaube ich, Junge seinen Vater fragt, warum zahlen wir so viel Miete, Papa? Und der Vater sagt, damit der Vermieter seiner Frau einen Nerzmantel kaufen darf. Für alle, die das Fernsehen heute zu links finden, es war schon mal anders. Alter, warum Kartons? Verstehst du, du hast doch... Kommt wenn nicht du mal weg. Aber wenn du doch die Wahl hast und du hast einen Kulissenbauer, warum nimmst du Kartons? Wir können es nicht klären. Wir wünschten, wir könnten es dir sagen, aber... Zu meinen wirklich schönsten Erinnerungen, und das war die Sendung, das war das, worauf ich mich immer am meisten gefreut habe. Das war tatsächlich, es ging darum, die Ferien vorm Fernseher zu verbringen und nicht draußen in der frischen Luft. Wo kommen wir denn da hin? Und da gab es eine großartige Zeich. Hallo, Leute, es sind Ferien. Alle machen ja, blau, oder? Von Flensburg bis nach Oberammergau. Denn es sind Ferien. Und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag des Ferienprogramms für Kinder. Hat geklappt, wir haben es extra geprobt. Wir wollten was zusammen machen. Jetzt geht's einzeln weiter. Wir begrüßen auch recht herzlich die Gäste hier im Studio, Kinder aus Garching. Die musikalischen Gäste kommen heute aus München, ist eine Vokalgruppe und sie heißen The Cats. Was für... Das ist doch, aber das ist doch schön. Das war herrlich. Das ist doch viel besser. Habe ich. Das war sensationell damals. Ja, ja. Bahnbrechend. Ich weiß nicht, was für Publikum das war. Aber aus es Garching, ne? Jetzt hier aus Garching. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Material. Diese Kinder sind komplett aus Garching. Das heißt, das ist eine Legierung. Weißt du, das ist wie so eine Legierung. Wir haben die aus Garching angefertigt. Ja. Aber wir hatten das Wort Garching zu nehmen oder wir hatten auch viel Pappe. Wir haben Garching und das, die Kinder aus Garching, die sitzen wie erstarrt über Körperwelten. Was geschieht nun? Und dann ja, der Linke war übrigens der Bekanntere, das ist Benny. Benny hat später noch Hits gesungen wie, kennt ihr noch Amigo Charlie Brown? Natürlich. Ja, eins, zwei, drei. Hey, hey, amigo Charlie. Jetzt muss einer. Da, 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 da. Hey, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Das ist ja abendfüllend. Und die Frau, was? Nie gesehen, ich glaube, ich habe auch gesehen. Ja, sensationell. Richtiger. Was aus Anke Engelke geworden ist, weiß halt keiner. Weiß aber niemand. Benny, sensationeller Typ. Benny macht jetzt super. Wohl Radio. Was ich geil finde, ist, dass man damals noch dachte, dass man im Vorspann die Kinder zu Hause kriegt mit Information. Weil das war das Information. Letzte, was man wollte eigentlich. Ja. Und das war aber total, das war ein buntes Programm, das gefühlt über den ganzen Tag lief. Hm. Lief das nicht über den ganzen Tag? Ah, nee, nachmittags. Nein, es waren einfach nur 20 Minuten. Ich musste früh ins Bett. Aber für mich war es der ganze Tag. Es fühlte sich so an. 15 Uhr, Thorsten. Das ist natürlich Zeit. Das ist natürlich voll meine Generation. Ne? Anke und Benny haben uns gelockt mit Puschel das Eichhorn und mit so lustigen Cartoons. Und dann kam um 16 Uhr, kam dann aber die Heute-Nachricht. Und da bekam man dann Angst. Ne? Wegen der Inhalte. Und danach kam wieder Anke. Hey, la, 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 la. Das war sowieso sehr irritierend, weil die Zeichentrickfilme dieser damaligen Zeit haben Kindern wie mir, und ich bin Jahrgang 1992, es hätte aber sein können. Nein, auf keinen Fall.
direkt ein Lacher, das wollte nicht zu Das war doch so. Das war, also ich bin mit Sindbad groß geworden. Ne? Ich auch. Und da wurde im Vorspann immer gesungen, Sindbad, Sindbad. Schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Direkt in der ersten Folge verliert aber Sindbad seinen Kumpel, seinen Vater, seinen Onkel. Der scheiß Rabe ist übrig geblieben. Ne? Das ist stimmt. Ja. Oder in der ersten Folge sterben alle. Oder wie viel der Titelsong von Pinocchio spoilerte. Ja, ja, kleines Püppchen. Kleines Püppchen, freches Bübchen. Die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein, sieh das doch ein. Genau. Marie Rose hat es gesagt. Du wolltest doch nach Hause gehen, was ist geschehen? Richtig. Ja. Klammer auf, Spielothek, Klammer zu. Das war, hör mal, du hast doch 1983 mit 17 nicht mehr das Ferienprogramm für Kinder geguckt. Nein, da hatte ich VHS-Kassetten mit dem Ferienprogramm für Erwachsene. Aber so. Trotzdem habe ich das immer genossen. So. Ja. So, Kinder. Und jetzt, so Kinder, jetzt müssen wir aber gleich mal alle ins Bett. Jetzt wird es ein bisschen frech. Die beiden Jungs hier, die hauen einen raus. Ich weiß gar nicht mehr, wohin schon. So rot bin ich schon geworden. Aber ich glaube, es kommt noch was, nicht wahr? Ja, wir werden jetzt noch mal alle drei überrascht von der Redaktion. Und zwar haben die jetzt noch, wir wissen nur das Genre. Es geht wohl um Reportage, konnte ich hier gerade lesen. Aber ansonsten wissen wir jetzt an dieser Stelle wieder nicht, was kommt. Ich will die Pimmelfolge, Report Mainz, das ist eine Art Südwestfunk. Alles klar? Ja, mit Franz Alt. Ringo ist einer der über 3000 deutschen Gammler, die in diesem Jahr das Bild der Großstädte belebten und Zeiten in Tagespresse und Illustrierten füllten. Ja. Sie sind eine gesamtdeutsche Erscheinung. In Leipzig trat die Polizei sogar zu einem Großeinsatz gegen die Gammler an und brachte sie in die Braunkohlengruben zur Arbeit. Auf den Hauptstädten wurden die Gammler zu einem neuen Phänomen entwickelt. Ihr Kennzeichen: lange Haare, zweifelhafte Sauberkeit und viel Zeit. Ja, klar. Wir fragten Passanten, was halten Sie von Gammlern? Oh. Sie müssten eingesperrt werden und gezwungen werden zur Arbeit. Das ist meine Ansicht. Ja. Was sind Penner sind das? Ja, die sind mir persönlich sehr unsympathisch. Zum Arbeitsdienst. Ob der nur die Haare bis zu den Füßen hat, interessiert mich gar nicht. Für mich ist er in erster Linie Mensch. Warum gammeln diese Jungen und Mädchen, die meist zwischen 17 und 23 Jahre alt sind? Um zu zeigen, dass man nicht nur ein Gesetztier ist. So ein Kriecher, so ein Gesetzschleicher. Und nicht so ein Spießer, wie die anderen Leute sind jetzt da. Ja, ich gammle, um mich eben von der Gesellschaft loszulösen. Olli Kahn also auch. Ich möchte nicht so irgendetwas. Ich auch. Oi. Ja, ich schnorre, ich arbeite ab und zu. Und bekomme doch was von Mädchen geschenkt. Stehlen Sie? Ja, ab und zu. Junge! Ja. Da sind selbst wir dann noch zu jung, weil Gammler war wirklich, glaube ich, der Ausdruck. Nach Halbstarke in den 50ern gab es dann in den 60ern die Gammler. Aber was war das? Wo sind die hingegangen? Ins Braunkohlewerk? Ja, alle mal ins Braunkohlewerk. Das war aber dann in der DDR, ne? Das war, weil sie scheiße die Venus von Milo auf der Straße gemalt haben, sofort ja, Braunkohlewerk? Ja, 10 Jahre Zwangsarbeit. Halte ich für angemessen. Ja. Also, ist doch, meine Güte. Das ist fair, finde ich auch. So, wir haben noch einen aus diesem Knaller. Oh nein. Lange Haare und unordentliche Kleidung sind nicht für alle der einzige Protest gegen unsere Gesellschaft. Den Großteil der Gammler, der intelligenter ist, sich aber nicht in den Vordergrund drängt, könnte ein Soziologe in Gruppen einteilen. Eine davon, die mit den meisten Idealen und den klarsten Ansichten, sind die sogenannten Sonntagsgammler. Ich gammle nicht im eigentlichen Sinne. Ich wende mich eigentlich mit meiner Einstellung gegen den alltäglichen Berufstrott. Dieser Gammler-Typ sucht sich seinen Platz auf der Sonnenseite des Lebens. Sie sind zwar äußerlich sauber, aber moralisch sind sie verkommener als wir. Sie sind das, was man früher Gigolo nannte. Und von was leben Sie? Ich lebe zum Beispiel von meiner Gitarre, von der Musik und von irgendwelchen Handarbeiten. Also, aber nur nicht von allzu viel Arbeit. Leben Sie nicht vielmehr auch von Frauen? Ja. Das will ich, kann ich hier nicht so leicht sagen. Ja, man kann sagen auch. Die Freiheit vor allem. Was wäre, wenn alle Menschen so leben würden wie Sie? Das wäre schrecklich. Also, das würde ich mir nie wünschen. Wow!
Sonntagsgammler. Das ist Sonntagsgammler. Das ist geil. Das sind meine, das ist es aber. Und das Prang, diese Schweine, die sonntags nichts machen. Ja, das ist wirklich. Meine, der sah passabel aus, der war gepflegt, aber innerlich, das hat man gemerkt. Was ist denn Sonntagsgammler? Nie gehört. Das spielt sonntags Dudelsack vor Leuten. Ja. Statt sich das Schwein. Das verdammte Schwein. Statt sich zu freuen, dass er ein Instrument gelernt hat, wird er auch noch fertig gemacht. Unglaublich. Ach, ja. Wozu gehörtet ihr? Hattet ihr, wart ich ihr war Dienstagsgammler. Ich war Montagsmaler. Die Sonntagsgammler, glaube ich, auch ist eine Sendung im SWR auch noch. Die Sonntags? Hey, hier sind die Sonntagsgammler, haben die alle gemalt. Aber gehörtet ihr irgendeiner Jugendströmung an? Also war irgendwas wie Popper? Ich war kurz Popper, muss ich zugeben. Ja. Wie hast du das technisch gelöst? Also erstens muss ich dazu sagen. Das ist ein Schock für dich, aber in den frühen 80ern hatte ich Haare. Und ich hatte auch tatsächlich diesen klassischen Scheitel, der jetzt natürlich sich zurückgezogen hat. Und ich habe aber immer noch im Grunde diesen Phantomscheitel-Moment, dass ich immer noch diese Bewegung mache, die ich als Popper gemacht habe. Ich hatte auch ich hatte so einen Metallkoffer in der Schule, wo so eine Banane drin lag einfach. Und ich hatte auch einen Trenchcoat. Es war schlimm, aber nach einem halben Jahr war das vorbei. Es war eine Phase. Popper, Punker war eigentlich so die beiden großen Fraktionen. Ich war Gothic, ich sah also aus wie die Tante von Dracula. Ja. Haare hoch mit Cola und einer Dose Haarlack. Ja. Und ich hatte richtig viele Haare. Ja. Lecko funny. Und dann lange Mäntel, spitze Schuhe, im Prinzip das gleiche wie jetzt. Ja. Und dann ging man in so Gothic-Läden und hat so ganz fürchterliche Musik gehört. Also was heißt fürchterlich? Die war toll. Das war meine Strömung, war lieber billiger als Popper. Popper musste sie wirklich so Krawatten haben aus Leder oder Strick und mal so Sakko. Bin ich nicht gegangen. Hattest du gar nicht? Ich sah aus wie Richard Kleidermann. Ja. Und das Schlimme ist, das stimmt, meine Damen und Herren. Auf dem Cover von Träumereien 2. Ja. Das hatte ich als Kassette. Und dieses schlimme Bild, meine Damen und Herren, können Sie jetzt mit in die Nacht nehmen, denn das war die erste Folge von Welke und Pastewka Wiedersehen macht Freude. Wir freuen uns und danken ganz herzlich, dass Sie das durchgehalten haben mit Herrn Welke und unserem Sender für den Gast. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Sie wissen ja, dass wir als älter werdende Menschen und mit geringer körperlicher Arbeit und vor allen Dingen an heißen Tagen eiweißreiche Kost und leicht verdauliche Kost zu uns nehmen sollen. Und da bietet sich bei uns Quark geradezu als idealer Eiweißträger an. Nun zu unserem ersten Rezept. Wir haben hier den Quark vorbereitet. Und zwar ist dieser Quark verschlagen mit Zucker, Zitronensaft und etwas Milch, wie ich es Ihnen schon sagte. Wenn Sie jetzt schlemmen wollen und es vertragen können, dann können Sie etwas Sahne dazugeben. Das richten wir an hier auf einer Glasplatte. Sie wissen ja, dass auf einer Platte angerichtet es meistens viel netter aussieht. Ja. Sie können natürlich auch das Obst je nach Jahreszeit wählen, entweder frische Stachelbeeren oder Erdbeeren oder Himbeeren. Und dann geben wir hier jetzt die Stachelbeeren einfach nur drauf. Die schmecken doch nie. Doch, die schmecken. Und außerdem die Cornflakes. What? Die wir zur anderen Seite kaufen. Und dann wegschmeißen. So, nun wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen zu diesem Rezept und wünsche Ihnen recht guten Appetit.